Hallo zusammen, Mittwochabend, hier kommt der Mittwochs-DAX. Ich fand, das war super spannend die Woche. Ich habe mal nachgeschaut, von den letzten 30 Trades, die ich gemacht habe, war nur einer im Index selbst, der Rest in Aktien. Ich finde nach wie vor, die Aktien sind, nehmen wir jetzt mal so Sachen wie Facebook oder sowas raus, sind einfacher zu handeln. Die Banken haben super Bewegung hinter sich, heute haben sie mal ein bisschen pausiert und auf einmal geht die Rotation los. Heute sind es dann die Autos. Und es dürfte noch ein, zwei Tage dauern. Und dann ist die Frage, was kommt dann? Ich vermute, weil wir auch relativ kurz vor der Dividende stehen, dass das dann sowas ist wie BASF, Bayer, aber auch die Versorger. Also die Rotation ist im Gange, da gucke ich auf jeden Fall drauf. Banken jetzt hier nochmal kaufen, ist nicht so meins. Short gehen auf keinen Fall, eher warten, bis sie mal runterkommen. Also eine deutsche Bank kann auch locker mal wieder auf die 13 fallen. Gerade eben sind sie bei 14,42. Aber finde ich gut. So, was macht der DAX? Vor euch liegt er. Ich mache das mal ein bisschen, ziehe das mal ein bisschen auseinander, dass man das besser sieht. So, dieser kleine Pfeil hier ist nach wie vor das 61er Retracement von dieser Bewegung hier vom All-Time-High runter auf die 14.953. Ist dieser hier. Den hatten wir ja gesehen. Heute, und ich mache jetzt die Momentaufnahme, haben wir nichts anderes gemacht, als wir sind genau wieder auf die 20-Tage-Linie. Aber das war fast eine Punktlandung wieder. Das heißt, wir sind in der Mitte der Bänder. Die Bänder verhalten sich jetzt verglichen mit zum Beispiel gestern. Jetzt mache ich mal eins, ich nehme mal den heutigen Tag raus. Das mache ich so. Schaut mal auf das untere Band, weiter nach unten gerichtet. Durch den heutigen Tag dreht das ein. Das wird sehr spannend in den nächsten Tagen. Grundsätzlich sind wir hier von den Bändern her im Moment neutral. Das obere fällt, das untere steigt. Die Volatilität sollte ein bisschen zurückkommen. Oder andersrum, die Kurse sollten sich innerhalb der Bänder hier abspielen. Die 15.524, das ist die 20-Tage-Linie auf Xetra berechnet, ist die 20-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie ist bei 15.617. Wenn ich mir das hier so anschaue, lang, kurz, kurz, hat und hier auch gleich, ich nehme es vorweg, ich weiß nicht, ob es kommt, wenn morgen so eine heftige Bewegung kommt wie das, wird es nicht kommen. Aber es sieht so aus, als ob das traditionelle Kaufsignal auch bald greifen wird. Das heißt, der Markt hat hier auf jeden Fall nochmal die Chancen, durchaus sogar hier bis zu 15.750 zu gehen. Der Oszillator dreht auf einem, naja, sagen wir mal, neutralen Niveau auch nach oben. Also grundsätzlich gefällt mir das ganz gut. Ich denke, der kann sich hier oben noch ein bisschen austoben. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt hier Short gehen sollte, sehe ich vom Chart her nicht. Gehen wir mal auf die 4 Stunden. Und das ist das Einzige, was mich so ein bisschen abhält oder zumindest darin bestätigt, dass wir kein neues, also Zwischenhoch machen, dass wir kurz vorher hier irgendwo so ein bisschen einschlafen. Die Stochastik ist schon sehr hoch, noch positiv über das MACD, aber der Freund ist schon hier sehr hoch und da müssen wir gleich mal auf die Stunde gucken, wie sich das entwickelt hat. Aber es ist so gesehen, das war eine schöne Bewegung bisher. Das hier bis dahin 15.740 ungefähr wäre das kurzfristige Potenzial. Gehen wir auf die Stunde. Stunde hier. Auch schon sehr hoch. Gilt als überkauft seit, folgt mal hier, wenn ich jetzt hier mit der Maus hier runtergehe, da hochgehen, gilt als überkauft, ja, seit dieser Kerze spätestens 15.440. Und das sind schon mal ein paar Stunden. Kein Verkaufssignal. Dass der Bewegung gegensetzte Band dreht ein. Aber bei einer Stunde nehme ich das nicht so ernst. Also ich glaube, das ist eigentlich die Botschaft, dass die Rotation weitergehen wird. Manchmal sind es schwerere Werte, manchmal sind es leichtere Werte. Deswegen ist es relativ schwierig zu sagen für mich, ob jetzt der Index den leichteren oder den schwereren Werten folgt. Ich glaube, wir haben dieses Potenzial hier oben bis zur 15.740. Ja. Aber das wäre auch das äußerste Max für mich. Ich glaube nicht an mehr. So, jetzt habe ich noch was für euch. Ich habe gesagt, ich mache den dritten Teil. Der kommt jetzt. Dauert auch nicht lang. Dauert eine Minute. Schaut euch das mal an. Ich bin da echt ganz angetan von. Und dann nenne ich euch die Scheine. Jetzt gehe ich mal mit euch in den Reiter Optionen. Grundlagenoptionen. Du bist neu im Optionshandel. Bin ich nicht, aber das kann ich ganz gut überprüfen. Grundlagenoptionshandel. Fortgeschrittene Optionsstrategien. Da ist alles drin, was man braucht. Da sind auch die ganzen Griechen drin. Position, adjustieren, Optionsausübung. Also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, das noch nie gesehen, wo das so übersichtlich dargestellt wurde.
Dann gucken wir mal auf Service. Und hier rechts sind verschiedene Filme. Futures versus ETFs, was ist besser und so weiter. Schön erklärt. Und hier, das ist für die Kontoverwaltung, also wie nimmt man Ein- und Auszahlung vor, wie funktioniert das? Da muss ich bei anderen Brokern ganz schön lang wühlen, bevor ich sowas finde. Und das hier finde ich cool, wie die Workstation eingestellt wird. Ja, vom Optionstrader, Scale Trader, die haben sogar einen Basket Trader. Also wenn ich mir das hier so alles anschaue, gefällt mir das immer besser. Service, da gibt es sogar eine Fernwartung. Nach allem, was ich bisher gehört habe, wurde dieses Tool von den Kunden gut bewertet. Und ich habe auch nachgefragt, ist das echt? Und die haben gesagt, ja, das ist echt. Also zusammenfassend, die Anzahl der Börsen ist erstaunlich. Die Konditionen sind gut. Die Erklärungsfilme, Videos und Beschriftungen, zum Beispiel für Optionen, und ich rede von Optionen, nicht von K.O.-Scheinen, sind wirklich gut. Das Helpdesk wird auch übermaßen gelobt. Also von mir kriegt das Ding auf jeden Fall ein Go. Ob das jetzt zu euch passt, müsst ihr selbst rausfinden. So, hier sind die Scheine. Als Call habe ich mir eingewählt mit der Basis 14.951. Das sind 25er Hebel. Da sind wir hier. Das ist keine kleine Option. Ich muss 500 Punkte Abstand nehmen, weil der springt schon so ein bisschen hier hin und her. Aber mit dem fühle ich mich eigentlich ganz wohl. Das ist die HB0C6Q. Als Put habe ich eingenommen, der unterhalb des All-Time-Highs liegt, aber trotzdem jenseits der 1600 und damit auch 500 Punkte weg. Das ist eine 16099, der Put. Und das ist die HB2C09. Also, ich finde, es bleibt spannend. Wie gesagt, ich gehe nochmal auf den Tag zurück. Wir sind jetzt im Moment völlig neutral an der 20-Tage-Linie in der Mitte der Bänder. Beide versprechen eher eine, sagen wir mal, Beruhigung, aber nichts Genaues weiß man nicht. Muss ich ehrlich sagen, ich hätte jetzt momentan noch nicht den Mut, Short zu gehen. Das werde ich mir aber auf jeden Fall hier oben, wenn wir überhaupt dahin gehen, so hier ab der 15.700 werde ich mir das definitiv überlegen. Einzelaktien finde ich wesentlich interessanter und da kann man jetzt auch mal wieder auf die Meta-Plattform schauen. Die sind in Euro bei 198,30 momentan. Wenn die auf einer, ich habe hier gerade den 4-Stunden-Chart auf, wenn die in Dollar über 229 gehen und schließen mit einer 4-Stunden-Kerze, dann haben die auch eine Bodenbildung gemacht mit einem Ziel von erstmal weiteren 20 Dollar nach oben. Ich wollte so ein Mini-Update mal geben. Leute, ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Baba.